Wenn eine Person Cannabis raucht, gelangt eine der Chemikalien der Pflanze, das THC, von der Lunge in den Blutkreislauf. Das THC gelangt dann über das Blut ins Gehirn, wo es an spezifischen Cannabinoid-Rezeptoren andockt. Diese Rezeptoren befinden sich in Bereichen des Gehirns, die für folgende Funktionen zuständig sind: Konzentration, Denken, Zeitwahrnehmung, Koordination, Gedächtnis und Sinneswahrnehmungen. Die Wirkung der THC-Aktivierung in diesen Bereichen ist für das High verantwortlich, das man nach der Cannabis-Einnahme empfindet. Aber neben der Veränderung des Bewusstseinszustands geschieht noch etwas anderes. In den Vereinigten Staaten hat laut einer Umfrage aus dem Jahr 2018 einer von 8 Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren im zurückliegenden Jahr Marihuana konsumiert. In der 12. Klasse tut dies etwa einer von 16 täglich. Also, wo ist das Problem? Sogar super schlaue Leute rauchen doch, oder? Schauen wir uns die Auswirkungen von Cannabis auf das Gehirn eines Teenagers an. Die Reaktion des Gehirns auf die Wirkung von THC beeinträchtigt seine Aufmerksamkeit, sein Erinnerungsvermögen und seine Lernfähigkeit. Diese Wirkungen können bis zu mehreren Tagen anhalten. Das wäre kein Problem, wenn unser Gehirn wie eine Maschine funktionieren würde. Aber das ist nicht der Fall. Das Gehirn ist ein lebender Organismus, vielleicht der wertvollste, den es gibt. Bei Teenagern ist dieser Organismus noch unreif. Es dauert etwa 25 Jahre, bis das menschliche Gehirn voll entwickelt ist. Wenn sich Jugendliche und Erwachsene streiten, kommen sie deshalb oft zu unterschiedlichen Ergebnissen. Dafür gibt es einen biologischen Grund. Erwachsene haben einen voll entwickelten präfrontalen Kortex, den Teil des Gehirns, der für das Urteilsvermögen und das Bewusstsein für langfristige Konsequenzen zuständig ist. Sie werden stärker von ihrem bereits reiferen limbischen System beeinflusst, das auf Ängste und Gefühle reagiert. Wenn das sich entwickelnde Gehirn einer großen Menge THC ausgesetzt ist, kann der Teil, der für die Kontrolle der Emotionen zuständig ist, nie sein volles Potenzial erreichen. Das kann langfristige Folgen und Auswirkungen auf die messbare Intelligenz, das Lernen und das Urteilsvermögen haben. Eine Studie, in der 13-Jährige 25 Jahre lang beobachtet wurden, ergab, dass diejenigen, die regelmäßig Marihuana konsumieren, im Durchschnitt 5,8 IQ-Punkte bis zum Erwachsenenalter verlieren. Unser durchschnittlicher IQ liegt bei gerade einmal 100. Das reicht aus, um die Chance auf einen guten Studienplatz oder die Möglichkeit, in einem großen Unternehmen zu arbeiten, zunichte zu machen. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt auch Hinweise darauf, dass einige Jugendliche, die Cannabis konsumieren, ein höheres Risiko haben, Depressionen oder sogar eine Psychose zu entwickeln. Eine Psychose verändert die Art und Weise, wie das Gehirn Informationen verarbeitet und führt dazu, dass man den Bezug zur Realität verliert. Man kann Dinge sehen und hören, die nicht real sind und möglicherweise komplett den Verstand verlieren. Kurz gesagt, der Rausch von Cannabis bringt eine Vielzahl von Nebenwirkungen mit sich. Manche können lustig sein, manche heilsam und manche sind potenziell verheerend. Wir wissen es nicht immer. Wenn du mit der ultimativen Lernmaschine in deinem Kopf durchs Leben gehen willst, warte vielleicht lieber, bis dein Gehirn voll entwickelt ist, bevor du kiffst. Was denkst du? Hast du als Jugendlicher jemals Cannabis probiert? Und wenn ja, glaubst du, dass es deinem Gehirn geschadet hat oder nicht? Teile deine Erfahrungen in den Kommentaren unten mit.